إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، ليبقى شفسهم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى، ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns hier alle gemeinsam, so wie wir hier sitzen, inshallah ta'ala, mit seiner Barmherzigkeit wieder im Paradies vereint. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nach dieser Sitzung all unsere Sünden vergeben und uns von dieser Sorte sein lassen, zu denen er spricht: قوموا قد غفرت لكم. Steht auf, euch wurde vergeben. Liebe Geschwister, diese Sitzungen, die sind die Sitzungen der Ehre. Sitzungen, wo das Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam verteilt wird. Sitzungen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala prallt. Er sagt zu seinen Engeln: guckt mal meine Diener. Guckt euch meine Diener an. Sie haben sich in meinem Haus versammelt. Sie gedenken mir, sie hoffen auf meine Barmherzigkeit und auf meine Vergebung und haben Angst auf meine Bestrafung. Er spricht zu uns und sagt: steht auf, euch wurde vergeben. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء القوم. Liebe Geschwister, ich habe صراحة ehrlich gesagt, eigentlich was anderes vorbereitet, was ich ansprechen wollte, oder ein Thema, was ich bearbeiten wollte. Aber mal wieder ist mir gestern was aufgefallen, was mich dazu gebracht hat, mich von dem ersten Thema dem beiseite zu schieben und lieber das Thema hier anzusprechen. Und diese Sache, die fällt mir jedes Mal auf, subhanallah. Jedes Mal fällt mir das auf, wenn ich derjenige bin, der Vortrag hält, oder wenn ich sitze und zuhöre, fällt mir das auf. Und zwar, es ist das Benehmen und das Verhalten bei Sitzungen des Wissens. Wenn man vor einem Scheich sitzt, wie hat man sich zu verhalten? Und dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Weil wir Muslime, wenn wir zu Allah subhanahu wa ta'ala, yani die Shabab allgemein, wenn die zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, es wird sehr viel Rücksicht genommen, oder man beschäftigt sich viel mit äußerlichen Sachen, mit der äußerlichen Praxis, aber vergisst
einen sehr, sehr wichtigen Punkt, und das ist Adab. Das Benehmen und Charakter. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Alleine, es reicht alleine aus, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Das eine seiner Hauptaufgaben, warum er entsandt wurde, die Charakter vollkommen zu machen. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir auf diese Sache einen sehr, 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 sehr viel achten, im Allgemeinen und vor allem, wenn es darum geht, Adab von Talib al-Ilm. Heutzutage viele Schäber, wenn du fragst, was machst du? Ja, ich bin Talib al-Ilm. Ja, dann muss man die Techniker rufen. Al-Akhawat, da ist meine Jeden kann. Die Schwestern hören nicht. Vielleicht ist das hier an. Nee, ist off. Können die jetzt besser hören? طيب سفيان تحل المشكل؟ لا مازال اول اخ يجي يشوف يحاول اذا ما تصلحتش نكملوا الاخ قال بان خلاص تحسن الاخ قال بان تحسن والله اعلم نعم خليك كل شويه ما اشوف نزيد الصوت اوكي وانا دائما يا اما يقول لك انا عندي الصوت عالي ولا طيب لا يسمعوا خلاص ان شاء الله خلاص خلاص شوف اسأل ان شاء الله تعالى تأكد نعم طيب wie gesagt wir müssen uns damit beschäftigen mit dieser Sache mit unserem Charakter mit dem Akhlaq und vor allem wenn es darum geht Adab und Akhlaq von Talib al-Ilm. Vor allem wir hier jetzt, weil die Shabab, die meisten Shabab, wenn sie Konvertiten sind, yani neue Muslime werden, kennen sie diese Sachen nicht. Und auch die Shabab, die ursprünglich Muslime sind, weil sie die meisten hier geboren sind und hier groß geworden sind, haben sie diese Sachen auch noch nie kennengelernt gehabt. Früher hat man diese Akhlaq, den Respekt vor einem Alim oder vor einem Imam oder vor einem Sheikh von zu Hause mitbekommen. Selbst wenn die Eltern Analphabeten waren. Selbst wenn die Eltern kein Wissen hatten, man hat das gelernt von zu Hause, das ist ein Imam, das ist ein Sheikh, das ist ein Alim, also hab Respekt. Warum hast du Respekt vor ihm? Weil er Wissen trägt. Weil er Wissen von der Religion trägt. Und so sieht man, dass viele Leute, die alten Leute, dass die sogar, wenn sie einen Alim gesehen haben oder einen Imam, dass er aus Respekt die Straßenseite gewechselt hat. Aus Respekt. Oder dass die meisten Leute, die Imame,
Die werden nicht einfach so mit der Hand gegrüßt, sondern man küsst die Hand oder man küsst den Kopf. Und das ist viele heutzutage bei uns leider. Man, das Erste, was man lernt, wie manch ein Scheich sagt, man lernt das Wissen und man, wenn man Wissen lernt, dann muss normalerweise der Adab auch mit steigern. Aber heute lernt man Wissen mit Qillat al-Adab. Wallahi, ich kenne manche Brüder, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam recht leiten, wo manche Brüder, die aus, zum Beispiel aus Marokko kommen, manche Studenten, dass nun dieses Adab, diesen Akhlaq von zu Hause mithaben, dass sie einen Alim die Hand küssen. Und dann kenne ich so Brüder, die denken, die wären Salafis. Und dann sieht er ihn und sagt, was ist das? Das darf man nicht machen. Mit welchem Beweis darf man das nicht machen? Mit welchem Beweis darf man das nicht machen? Das Adab, das Akhlaq. Statt dass du ihn lobst und dass du dir eine Scheibe davon abschneidest von diesem Adab und von diesem Akhlaq, yani ist er da, um davon abzuhalten. Und die Ulama, es ist verkehrt oder falsch, wenn jemand sagt, hier, küss meine Hand. Ja, wenn er die da hinstellt. Aber die Ulama, die haben Demut. Die meisten, wallahi, ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich in Ägypten war und einen Sheikh yani die Hand küssen wollte, Sheikh Mohammed Ismail Muqaddam, Hafizahullah, der hat mir seine Hand weggezogen und hat gesagt, Lekidale, warum? Yani das ist der Alim hat Adab und der Talib hat auch Adab. Und deswegen sehen wir, dass auch dann die Früchte des Wissens nicht viel bringen. Weil man den Kern nicht hat, die Basis nicht hat. Und deswegen, wenn wir jetzt einen Schritt machen, wir wissen, dass Talab al-Ilm, nach Wissen zu streben, eine Pflicht ist. So wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Talab al-Ilm Fariḍa. Eine Pflicht für jeden Muslim und für jede Muslime. Und es gibt, was verpflichtend ist für jede einzelne Person, was er wissen muss. Und es gibt Sachen, wo er nur allgemein darüber Wissen haben soll. Wenn wir das Wissen haben, was machen wir? Wie machen wir das? Wir haben Vorbilder, liebe Geschwister. Wir haben Vorbilder. Unser Lehrer, der beste Lehrer, der größte Lehrer, wer ist das? Baby Ummi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Wie waren die Sahaba mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Okay, das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wie waren die Sahaba untereinander, wenn jemand von dem anderen was lernen wollte? Wie waren sie? Wie ich euch gestern schon erzählt habe, wie war Abdullah ibn Abbas radiallahu an, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hibrul Umma wa Turjuman al-Quran. Einer der größten Gelehrten der Sahaba radiallahu alaihim. Aber wenn er was haben wollte, hat er sich runtergetan, weil er was braucht. Wie war Imam al-Shafi alaihi rahmatullah? Wie war Imam Ahmed? Wie war Imam Abu Hanifa? Wie war Imam Malik alaihi rahmatullah? Guckt euch mal den Adab mit dem Wissen. Einer wie Imam Malik, wie er in Medina war, was er gemacht hat, wenn er Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen wollte, wie er sich vorbereitet hat. Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Deswegen sehen wir die Früchte, liebe Geschwister. Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, jeder einzelne Hadith, er wäscht sich vorher. Ghusl. Und parfümiert sich. Heutzutage mit, yani, Allah musta'an, wir, yani, der eine sitzt so, der eine, yani, am besten noch vielleicht bringst du den noch einen Red Bull oder sowas. Das ist kein Adab. Wallahi, glaubt mir, liebe Geschwister, so wie wir uns verhalten und benehmen, glaubt mir, zu anderen Zeiten, an anderen Orten, wir würden Schläge bekommen.
Wallahi, wir würden Schläge bekommen. Mein Vater allein, mein Vater, was heißt das? Das sind vor 40 Jahren, wenn er mir erzählt, wie die gelernt haben, dann damit kommst du nicht klar. Du denkst, das ist irgend so ein Märchen, was er dir erzählt. Märchen, was er dir erzählt. Wenn er zum Beispiel, er sagt, er muss um 2 Uhr nachts aufstehen. Um 2 Uhr nachts aufstehen. Barfuß von einem Dorf zum anderen. Gehen. In der Nacht, da gab es nicht Licht. Du kannst deine, in der Dunkelheit sagt er, du kannst deine Hand nicht mal sehen. So dunkel war es. Geht von Dorf zu Dorf. Und dann kommt er an da in die Moschee und muss dann selber Licht machen. Yani Kerzen oder Allah, allem was für Sachen die dort hatten. Und dann muss er, die hatten diese Luh, nennt man das, ein Holzstück, wo sie draufgeschrieben haben, mit Holz, mit einem Holzstück auch, mit einem Holzstück, was sie schlitzen und dann so Tinte, dann ist dieses Wissen kostbar, liebe Geschwister. Aber heutzutage, du bekommst Wissen unendlich und deswegen hat man kein Interesse oder man, das ist einfach wertlos. Aber wenn du all diese Leid ertragen musst, du musst selber dahin gehen, dann musst du das löschen, wegmachen, mit so einem, wie Stein nennt sich das, wegmachen und dann schreiben, selber den Koran schreiben und dann lernen und dann wieder aufsagen auf dem Imam und zwischendurch auch mal ein bisschen Schläge kassieren, dann weißt du, was das bedeutet. Dann weißt du, was Wissen bedeutet. Und du gehst dann zum Scheich. Wallahi, mein Vater sagt zu mir, die sind zum Beispiel zu einem der großen Hadith-Gelehrten bei uns in Tanja, sind die hingegangen und manchmal war er nicht da. Da gab es keinen Bus und Bahn. Der meinte, ich strecke von Allah, wie viele Stunden ich zu Fuß gehe. Und dann kommst du dahin, dann sagen die, nee, der ist heute nicht da. Geh wieder zurück. Du bettelst, die haben gebettelt, die sagt, wir haben gebettelt nach Wissen. Und heutzutage gibt es Wissen. Die Schuyuch verreisen, der eine kommt aus Saudi-Arabien, der eine kommt aus Marokko, der eine kommt aus Ägypten. Kommen bis zu dir vor der Haustür und du rufst die Leute, sagst du, komm. Nee, ich habe aber heute zu tun. Der eine sagt, warum sagt ihr das nicht vorher? Als ob der Masha'Allah, Siemens-Manager. Subhanallah, diese Sucht, kein Interesse. Und dabei, wir brauchen Wissen. Man sieht, Subhanallah, ich bin mir sicher, sehr, sehr viele, und das ist kein Angriff und das ist auch keine Beleidigung, sondern das ist die Realität und Tatsache. Die meisten, la tastaqimu al-Fatiha, al-Fatiha, womit er betet, kann er nicht richtig lesen. Und wenn er das nicht lernt, dann wird er sein Leben lang so beten. Wie viele Leute, ich kenne so viele Leute, ohne eine Nationalität zu nennen, Araber, arabische Herkunft, Wallahi, der ist 60, 70 Jahre alt, Wallahi, der liest Al-Fatiha krumm und schief. Bei manchen hörst du nicht mal, du denkst, das ist gar nicht Koran, was er da liest. Einer betet, statt Rabbana, wa laka alhamd zu sagen, sagt er Rubbama. Rabbana wa laka alhamd, sagt er Rubbama. Was heißt Rubbama? Vielleicht. Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Wallah, ich habe das, ein Sheikh hat das erzählt. Astaghfirullah al-Azim man tub ilayh. Das sind so Sachen. Huwa miskin, der hat keine Ahnung, huwa miskin. Ghadi. Der läuft, ماشي. Al-Jahl. Unwissenheit. Al-Jahl ist eine Schande. Ist eine, Al-Jahl ist Unverschämtheit. Aib. Walakin. Leib, unverschämt ist, wenn man nicht lernen will. Und deswegen sagen die Gelehrten, zwei lernen nie. Wer nie lernen, wer? Al-Mutakabbir
Jemand, der Hochmut hat. Komm, lies. Nee, ich kann schon. Und jemand, der sich schämt. Und diese Haya ist falsch. Diese Haya ist fehl am Platz. Wenn du Haya hast und du bist Jahil, ist das falsch. Das ist falsche Haya. Und Kibr hast und Jahil ist nochmal eine Schande. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Was'alu, Fas'alu, fragt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten entsandt? Warum? Um das zu bekämpfen. Warum hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam das Wissen dem Sahaba weitergegeben? Warum haben sich die Sahaba angestrengt und den Tabi'in das weitergegeben? Und den Tabi'in und so weiter. Warum hat sich der Imam al-Bukhari angestrengt und die Sahih al-Bukhari gemacht? Und der Imam Muslim, Sahih Muslim, und Imam Tirmidhi Sunan, Imam al-Nasai, Imam al-Bayhaqi und Imam al-Shafi. Warum haben sie sich angestrengt und alles vorbereitet? Warum? Um Al-Jahl zu bekämpfen. Und deswegen müssen wir, das muss eine Sorge sein. Ich muss mich schlecht fühlen. Ich muss mich schlecht fühlen, wenn ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Jahl. Und dann muss ich mich ändern. Dann muss ich nach der Lösung suchen. Die Lösung ist, nach Wissen zu streben. Deswegen sage ich auch immer, Subhanallah, wenn es um Dunya geht, man sucht immer nach Lösung. Um Dunya, man sucht immer nach Lösung. Die Leute wandern aus. Die Leute sind sogar bereit, ihr Leben zu opfern für Dunya. Wie viele Menschen wandern aus ihrer Heimat. Der eine kommt, guck mal, wo Afghanistan ist. Wie viele tausend Kilometer kommt in Container oder weiß ich was. Wegen was? Wegen Dunya. Der eine kommt aus Marokko, springt ins Wasser, ins Meer. Er trinkt wegen Dunya, um nach Europa zu kommen. Der andere aus der Türkei, der andere aus Palästin. Überall kommt der her. Wo, warum? Aus Irak, aus... Warum? Wegen Dunya. Guckt euch mal in den Biografien der Gelehrten an, warum die ausgewandert sind. Ihr werdet nichts lesen. Der ist ausgewandert von Medina nach Basra, weil in Basra Tijara besser lief. Oder er ist von Medina nach Dimashq, nach Scham ausgewandert, weil dort Tijara besser lief. Werdet ihr nicht finden. Aber ihr werdet finden, er ist zu Fuß monatelang verreist, weil er eine Hadith-Kette kürzer haben wollte. Er hat den Hadith schon, er selbst überliefert schon den Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Guckt mal, was schon von der Ehre. Er sagt, ich habe von dem vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was für eine Ehre. Aber er will, dass diese drei, vier Leute, die zwischen ihm und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sind, will er abkürzen. Er will direkt zu dem einen, der von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Verreist Monate zu Fuß. Und. Und deswegen seht ihr bei jedem Gelehrten die Biografie Rihlatuhu fi talab al-ilm. Das gehört zu einem Gelehrten dazu. Seine Reisen, um nach Wissen zu streben. Und deswegen, liebe Geschwister, ein Punkt ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn wir das verstanden haben, das ist unser Problem. Unwissenheit ist zu lösen mit Wissen. Nach Wissen zu streben. Wie strebe ich nach Wissen? Kef. Einfach so? Einfach so gehe ich, ja, ich bin jetzt Talib al-Ilm. Nein. Talib al-Ilm, erste sehr, sehr wichtige Sache, ist Ikhlas al-Niyya, liebe Geschwister. Die Absicht. Für was lernst du? Warum lernst du? Ikhlas al-Niyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Du musst Dein Angesicht muss Allah subhanahu wa ta'ala sein. Allahs Wohlgefallen. Deine Niyya muss sein, dass du kein Jahil mehr bist. Dass du Wissen darüber hast, wie du Allah anbetest. Wie du es richtig machst. Wie ich schon gesagt habe, viele machen, wollen Khair, der hat eine Absicht, eine gute Absicht, will Allah dienen, aber macht es falsch.
Wird er dafür belohnt? Stell dir mal vor, jetzt jemand will beten. Er will beten. Sagt aber, wir wissen, wir haben 5 Gebete am Tag. Er sagt, nein, ich will aber 10 Gebete am Tag machen. 10 Pflichtgebete. Dohr, ich will 4, nicht 4, sondern 10 Rakat Dohr beten. Wird er dafür belohnt? Nein, er wird nicht belohnt, weil er es falsch macht. Deswegen muss deine Nia sein, Raf'ul Jahl. Dass du kein Jahl mehr bist, dass du Wissen über deine Religion hast, dass du Wissen darüber hast, wie du Allah anbetest. Wie du richtig Allah anbetest. Und deine Nia darf nicht sein, damit die Leute sagen, er ist ein Gelehrter. Oder er hat Wissen. Damit du angeben kannst. Hör mal, ich kann jetzt zu euch reden und ihr seid ruhig. Oder damit die Leute mit dem Finger auf dich zeigen, oh, das ist der Gelehrte so und so. Wenn das deine Nia ist, dann vergiss es. Dann hast du nichts von deinem Wissen. Deine Nia muss sein, das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommst mit diesem Wissen. Dass du dich ihm näherst, subhanahu wa ta'ala. Dass er mit dir zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala. Und dass dir die Menschen egal sind. Wenn das deine Nähe ist und du keine Riya hast, Augendienerei, und dass du nicht, dein Ziel ist nicht, vor den Leuten zu sein, hier bin ich, dann bist du auf einem guten Weg. Ist es nicht so, bist du auf einem falschen Weg. Und dieses Wissen hat keinen Segen. Und dieses Wissen spricht gegen dich und nicht für dich, Yawm al-Qiyamah. Und deswegen, wie ihr kennt, vielleicht den Hadith, das Sahih ist, mit dem Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala zündet das Feuer an mit 3 Personen. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 Personen. Unter anderem ein Gelehrter. Man wundert sich, guck mal, dieser Hadith ist ajib. Wallah ist ajib. Die 3 Personen sind wer? Al-Alim, wal-Mujahid, wal-Munfiq. Guck mal, was für große Tat. Al-Alim und al-Mujahid, die Gelehrten, sind sich unterschiedlicher Meinung, wer was die beste Tat ist. Obwohl die stärkste Meinung ist, dass ein Dschihad die beste Tat ist. Guck mal, Dschihad, Dhurwatu Sanami hadad din. Die höchste Stufe in dieser Religion. Dschihad fi sabilillah. Und das ist kein Widerspruch, wenn man sagt, Al-Ilm oder Dschihad, weil wenn man Wissen hat, dieses Wissen führt zu Dschihad. Und Dschihad muss nicht immer sein, ist zeitbedingt, muss nicht immer mit der Waffe sein. Manchmal kämpft man auch mit der Zunge, manchmal kämpft man auch mit dem Stift. Das ist kein Widerspruch. Und deswegen ist die höchste Stufe, mit dem Körper zu kämpfen. Und jemand, der spendet. Diese 3, das Höllenfeuer wird mit ihnen entzündet. Normalerweise fragt man sich, komisch, wie? Das sind doch gute Taten, mit denen man Allah nahe kommt, mit denen man ins Paradies kommt, doch nicht in die Hölle. Und dann auch noch so schlimm, dass das Feuer mit diesen Leuten angezündet wird. Warum? Der Hadith jetzt zeigt uns. Sie werden geholt, Yawm al-Qiyamah, und sie werden gefragt. Yu'arrifuhum Allahu ni'amah. Allah sagt ihnen und zeigt ihnen seine Ni'am. Er sagt den Wissenden, du hast doch Wissen, ich habe dir Wissen gegeben. Ja, hast du? Du warst ein Gelehrter. Ja, war ich. Warum? Sagt er, ja Allah, ich habe Wissen mir angeeignet, ich habe gelernt und habe für dich gerufen. Lehm beigebracht für deinen Eingesicht. Für dich, oh Allah. Jetzt kommt die größte Schande, liebe Geschwister. Und der größte Verlust, weil Allah zu ihm spricht, Kadhab. Stellt euch vor, der König, Subhan,
spricht zu dir und macht dich yani runter. Kadhab, du bist ein Lügner. Du lügst. Du hast nicht gelernt wegen mir. Du hast nicht für meinen Angesicht gelernt und du hast nicht zu mir gerufen, sondern du hast gelernt, damit die Leute sagen, du bist ein Gelehrter. Du hast für die Leute gemacht. Für die Leute hast du gemacht, hast deinen Lohn in Dunya bekommen. Die Leute haben gesagt, du bist ein Gelehrter. Aber hier bei uns hast du nichts. Wallo, khalas. Genauso der Mujahid. Allah sagt ihm, ich habe dir Kraft gegeben. Und du warst stark und. Was hast du damit gemacht? Sagt ja Allah, ja. Ich habe diese Kraft und diese Stärke und diese Muskeln habe ich für dich ausgenutzt. Ich habe für dich gekämpft. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nein. Kadhab, du lügst. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, oh, der ist ein Battle, ein Held. Der ist stark. Guck mal, der haut 10 weg. Waqad qil, es wurde gesagt. Dein Lohn hast du bekommen. Bei uns hast du nichts. Und genauso derjenige, der spendabel war und gespendet hat. Ich habe dir Besitz und Geld gegeben. Was hast du damit gemacht? Ja Allah, du hast mir gegeben und ich habe es für dich gespendet. Nein, Kadhab, du lügst. Du hast gespendet, damit die Leute sagen, Jawad, er ist Karim. Ja, großzügig. Waqad qil. Das Höllenfeuer wird mit ihnen entzündet. Deswegen sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, wenn man zu solchen Seminaren kommt oder wenn man allgemein lernt und nach Wissen strebt, die Niyya muss aufrichtig und ehrlich sein. Warum mache ich das? Mache ich das für mich, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, oder mache ich das, um anzugeben, um vor den Leuten sitzen zu können, damit die Leute sagen, ich bin ein Alim oder ich bin ein Gelehrter oder ich bin ein Sheikh oder ich kann gut sprechen oder ich hab's drauf. Immer die Niyya, Barakallahu fiik. Barakallahu fikum, immer die Niyya kontrollieren. Deswegen gibt es ein Hadith, der Hassan ist. Der bei Imam al-Nasai überliefert wird und Sheikh al-Albani al-Rahmatullah hat ihn für Hassan erklärt. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talab al-ilma liujari bihi al-ulama au liumari bihi al-sufaha au yasrifa bihi wujuha al-nasi ilayh adkhalahu Allah al-Nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, man talab al-ilm, wer nach Wissen strebt, dass er, yani, sinngemäß, zu den Gelehrten gehört, mit den Gelehrten sitzen darf. Und damit er, yani, über den Unwissenden steht, herausragt. Oder damit er die Blicke der Leute zu sich zieht, auf sich zieht. Hier bin ich. Was passiert mit dem? Adkhalahu Allahu an-nar. Allah schmeißt ihn in die Hölle. Guck mal, eine gute Sache, die aber schlecht enden oder zu was Schlechtes führen kann, zu der Hölle führen kann, weil die Niyya falsch war und weil die Absicht falsch ist. Zweite Sache, liebe Geschwister, auf dem Weg von Talab al-Ilm, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist Sabr. Sabr, geduldig zu sein. Der Weg des Wissens, liebe Geschwister, ist sehr, sehr, sehr schwer. Ist nicht einfach. Weil Geduld zu haben und zu lernen, ist das A und O in dieser Sache. Warum? Weil ein Studium braucht Geduld. Die Studenten kennen das. Braucht Geduld. Aber diese Geduld ist begrenzt. In 3 Jahren hast du deinen Bachelor, in 5 Jahren deinen Master und dann kannst du deinen Doktor machen. Uchalas! Dann bekommst du ein Zeugnis, super, du hast es drauf. Und fertig, und du kannst arbeiten gehen. Aber Talab al-Ilm al-Shar'i, Wissen von Din, hört nie auf. Du bist immer am Lernen. Und je mehr du lernst, desto mehr weißt du, dass du nichts gelernt hast. Je mehr Wissen du hast, desto sicherer und mehr weißt du, dass du kein Wissen hast. Deswegen, das ist eine Regel. Wenn jemand euch zuvorkommt und der sagt, ah, ich bin der, wie einer der Meftunin dieser Zeit, Hasha lillah, dass er ein Gelehrter ist, ein Alim ist, schreibt über sich, er schreibt über sich selber,
الإمام الأكبر. الإمام الأكبر. يعني das die Gelehrten, die wirklichen, wahrhaftigen Gelehrten, wenn jemand sie lobt in ihrem Dasein, sagt Sheikh, Sheikh, so und so, sagt er, nein, ich bin kein Sheikh. Und ihr müsst euch auch sicher sein, Wallahi, liebe Geschwister, die Schuyuch, die bekannt sind. Es gibt Leute, Wallahi, die viel mehr Wissen haben, die sind unbekannt. Die haben viel mehr Wissen. Wallahi, die sind unbekannt. Ich kenne eine Person. Für mich ist diese Person einer der Gelehrten dieser Zeit. Diese Person will keine Internetseite haben. Die Brüder sind hinter dem Herr. Lass uns bitte deine Durus veröffentlichen, damit die Leute davon Nutzen haben. Er will keine Internetseite haben. Und für, yani, das, was ich gesehen habe, in Tafsir, in Ulum al-Quran, ist er für mich, also ich persönlich kenne keinen, der stärker ist. Eine Ayah. Aber diese, deswegen, Al-Ulama kennt seinen Wert. Und wenn jemand von sich behauptet, er ist Imam al-Akbar, und er ist nicht mal ein Imam, dann ist das, wal-iyadu billah, eine Unverschämtheit. Deswegen, Sabr auf diesem Weg. Du lernst Schritt für Schritt. Und auf dem Weg kommen dir sehr, sehr viele Probleme. Wie viele Geschichten könnt ihr lesen und hören von Mashaikh, die auf dem Weg des Lernens sehr viel gelitten haben? Manch einer hat seinen Schmuck verkauft. Hat seinen Schmuck verkauft. Von seiner Frau, damit er ein Buch kaufen kann. Damit er ein Buch kaufen kann. Er verzichtet auf Essen, damit er ein Buch kaufen kann. Und. Du bekommst Schläge. Heutzutage leider nicht mehr. Wallahi al-Azim, ich sage euch, Wallahi al-Azim. Diese Tarbiya, diese Schläge, Uqsimu billahi al-Azim, sie nutzt sehr, sehr viel beim Lernen. Nutzt sehr, sehr viel beim Lernen. Ich sage euch das. Heutzutage, wir haben alles locker. Alles ist einfach. Wir nehmen alles mit Spaß. Früher ein Talib, aus Respekt, der kann sich nicht mit seinem Sheikh einfach so hinsetzen und mal so ein bisschen rumquatschen und rumlachen. Das gibt's nicht. Heutzutage, der yani wallahi, Ulama, der eine kommt und schlägt ihn auf den Rücken. Als ob die zusammen im Kindergarten waren. Oder im Spielplatz, im Sandkasten gespielt haben. Wo ist der Respekt? Sabr. Sabr ist sehr, sehr wichtig. Guck mal, wenn im Dschihad, man braucht ja Sabr. Aber dieser selbst im Dschihad, ist dieser Sabr begrenzt. Wie lange geht ein Kampf? Eine Stunde, zwei, drei, eine Nacht. Uchalas, dann ziehst du dich zurück. Aber beim nach Wissen zu schreiben, musst du immer geduldig sein. Es ist eine Disziplinfrage. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn Schuyuch zum Beispiel Unterrichte geben. Ich gebe euch nur ein Beispiel, zum Beispiel in Deutschland. Wenn ein Sheikh anfängt, Unterricht zu geben, wir machen ein Buch. Wir machen zum Beispiel Sharh Kitab al-Tawhid. Fangen wir an. Nächsten Sonntag, wir fangen an. Sharh Kitab al-Tawhid. Und dann vielleicht kommen 100 Leute. Beim ersten Unterricht. Alle sind motiviert. Ja, wir wollen lernen. Wir kommen 100 Leute. Beim zweiten Sonntag, in der zweiten Woche, komm und guck mal, wie viele Leute noch da sind. Dann findest du sicherlich 50, vielleicht. Wenn die, das ist jetzt eine gute Gruppe. Nach drei Wochen 20. Und dann, wenn es regelmäßig läuft, Saddiquni, glaubt mir, vielleicht 3 bis 5 Leute. Ich sage euch maximal. Disziplin 0.
Und deswegen kommen wir nicht weiter. Deswegen kommen die meisten nicht weiter. Zum Beispiel Koran lernen. Deswegen auch eine Nasiha, sehr, sehr wichtig hier an die Brüder in der Moschee. Das muss hier rein. Auch wenn nur zwei, drei Leute lernen, konzentriert euch, die Brüder, die das dann inshallah ta'ala organisieren, konzentriert dich dann auf diese zwei, drei Leute und nimm keine Acht auf diejenigen, die einmal im Monat kommen. Weil wer lernen will, er muss diesen Ansporn haben. Er muss die Sorge haben, dass ich lernen will. Nicht ich muss ihn hinterher rennen. Wenn du siehst, jemand hat Sorge, selbst wenn das nur eine Person ist, dann halt dich an den fest. Und bring ihn bei. Und vor allem das, Koran. Vor allem Koran beizubringen. Koran zu lesen, zu lernen. Und das ist dieses Sabr und Musabara, das ist diese Disziplin, dass man weiterhin, immer weiter nach Wissen strebt. Bei uns leider heutzutage, die Geschwister, da kommt ein Vortrag und dann Khalas, denkt er Khalas, er ist es jetzt. Er braucht nicht mehr zu kommen. Er braucht nicht mehr zu kommen, sogar vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht setzt du dich hin und er hält den Vortrag. So, man denkt, das ist einfach. Und leider ist auch so, dass, weil jeder, weil man keinen Respekt hat vor dem Dien, von der Religion, und jeder anfängt zu sprechen und zu reden, geht auch dieser Respekt verloren von dieser Sache. Aber wird man wissen, was das kostet, dass man sich hinsetzen muss, dass man auswendig lernen muss, dass man kontrolliert werden muss, dass man fragen muss, dies und, dass man lernen muss, dass man zu dem hinfahren muss, zu dem hinfahren muss, da was lernen muss, da sich was anhören muss, dann kennt man den Wert dieser Sache und dann hat man Respekt auch davor. Aber, weil leider heutzutage die Sache ein bisschen anders läuft, ist der Respekt vom Ilm leider verloren gegangen. Dritter Punkt, liebe Geschwister, was sehr, sehr wichtig ist, ist Al-Amal. Al-Amal. Heutzutage, guck mal, wie viele Leute es gibt, die ein Islamstudium abgeschlossen haben. Wie viele Unis gibt es auf der Welt, wo man Islam studieren kann? So viele. In Saudi-Arabien gibt es Unis, in Katar gibt es Unis, in Kuwait gibt es Unis, in Masr gibt es Unis, in Marokko, in Algerien. Überall gibt es Unis, wo man Islam lernen kann. Und jedes Jahr werden so viele mit Abschluss fertig. Aber guck dir die mal an. Guck dir die mal an. Wie sind sie? Anna, ich sage euch, als ich mein Abitur gemacht habe, ich habe mein Abitur in einer saudischen Schule gemacht. Und in der saudischen Schule, da hat man islamische Fächer. Da hat man Tawhid, Hadith, Fiqh und. Alles. Und auch auf einem sehr hohen Level. Im Abitur auf einem sehr hohen Level. Glaubt mir, liebe Geschwister, sehr viele von meinen Klassenkameraden, nach der Klausur, haben die das Buch genommen von Hadith und haben es zerrissen und weggeschmissen. Yani khalas, wie ein Mathebuch. Oh, Alhamdulillah, ich hab's hinter mir. Die Bücher werden weggeschmissen, weil man den Wert nicht kennt. Er hat es nur als ein Fach genommen, worin er geprüft wird. Und er hat es auch nur gelernt, damit er die 1 bekommt oder die 2 bekommt. Damit er, glaub mir, wenn, ich bin mir sicher, sehr viele, ich kann sogar sagen, 80% von den Schülern haben auch nur gelernt und richtig gelernt für eine gute Note, damit sein Durchschnitt nicht schlechter wird. Guck mal, wie weit wir sind. Wenn er wüsste, dass diese Fächer nicht im Durchschnitt reinkommen würden, ich bin mir sicher, der wird von Anfang an das Buch wegschmeißen. Der wird da gar nicht reingucken. Dann wäre ihm die 5 oder die 6 egal. Und so ist es in vielen muslimischen Ländern.
Und den Muslimen, sehr viele. Und deswegen sieht man dann auch keine Früchte von denen. Er kommt, er hat einen Doktortitel in Scharia, Doktortitel in Fiqh, aber hat das nur gemacht, damit er diesen Doktortitel bekommt, damit er ein Professor in der Uni sein kann und dickes Auto fahren kann und 2, 3, 4, 5.000, was weiß ich wie viel, im Monat verdienen kann. Khalas. Und so läuft das dann auch. Und der, denkt ihr dann, so einer, der dann auch ein Sheikh ist, der, wenn er denn vor den Schülern sitzt und ihnen was beibringt, denkt ihr, dass er einen Eindruck hinterlässt bei den Schülern? Denkt ihr, dass die Schüler dann gut werden? Sicherlich nicht. Weil sie haben ein Vorbild. Der lernt dann genauso, damit er dann genauso wird wie er. Aber als die Lehrer anders waren, deswegen, warum ist der Lehrer sehr, 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 sehr wichtig? Warum sagen die Gelehrten? Man muss vom Lehrer nehmen. Man muss sich einen Lehrer nehmen, dem man vertraut. Man sieht jetzt zum Beispiel einen Sheikh, den vertraue ich. Ich vertraue seine Religion. In hadal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dieses Wissen ist die Religion. So schaut und guckt, von wem ihr eure Religion nimmt. So, warum ist es sehr, sehr wichtig, einen Sheikh zu haben, von dem man nimmt? Weil man den Charakter von ihm nimmt. Den Adab vom Lehrer nimmt. Und deswegen haben die Salaf Salih radiallahu alaihim, bevor sie das Wissen gelernt haben, das Adab gelernt, den Akhlaq gelernt, die Akhlaq gelernt, das Benehmen, den Charakter gelernt. Heutzutage, leider ist es so, dass Theorie, Wissen da ist, aber die Praxis leider nicht. Und deswegen gibt es keine Früchte und keine Baraka. Und der Gelehrte und der Alim wird an was gemessen? An seine Taten. Und nicht an seinen Titel. Der kann das, der kann das, der kann das. Oder der hat den Abschluss, der hat den Abschluss. Interessiert nicht. Was macht er? Praktiziert er sein Wissen oder nicht? Das Wissen ist nichts wert ohne Praxis. Innama al-ilmu lil-amal. Die Früchte des Wissens sieht man an den Taten. Wenn keine Taten vorhanden sind, dann hat dieses Wissen keinen Wert. Wie ein Beispiel im Koran. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Wie ein Esel, miskin, der schleppt einfach und läuft. Tust du Wissensbücher auf ihn drauf, haben die Wert? Der trägt ihn ums Kinn, aber weiß gar nicht, was er da trägt. Läuft, radi. كمثل الحمار يحمل أسفار. Kein Wert. Er hat Wissen, aber praktiziert es nicht. Hat keinen Wert. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist auch, liebe Geschwister, viel Dua zu machen. Dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Einer der Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten, dir Wissen zu geben. Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, Rasul sallallahu alaihi wasallam, was war sein Dua für Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu? اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين gib ihm Wissen in der Religion. Und deswegen sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam auch in anderem Hadith, man yurid Allah bi khairan, derjenige, mit dem Allah was Gutes will, was passiert mit dem? Yufaqihu fi al-din, den gibt er Ahnung in der Religion. Deswegen mach Dua. Und das ist auch ein Dua für Ma Zamzam, für das Trinken von Ma Zamzam. Wenn man Zamzam trinkt, soll man Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'a min kulli da'.
Und ihr kennt ja auch den Hadith von Rasulullah. Und es wird überliefert von verschiedenen der Salaf, dass sie Ma'zamzam getrunken haben, mit der Absicht, ein Gelehrter im Hadith zu sein. Und er wird ein Gelehrter im Hadith. Naam. Dua, wie ich schon gesagt. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, sich immer zu kontrollieren. Dawam al-Muraqaba. Immer zu kontrollieren. Was zu kontrollieren? Seine Absicht zu kontrollieren. Wie ist meine Absicht im Moment? Okay, meine Absicht am Anfang war rein. Wie ist sie jetzt? Wie ist sie im Moment? Ist sie immer noch für Allah? Oder hat sie sich geändert? Sich selbst zu kontrollieren, seine. Okay, du siehst gut aus. Du hast ein Bart, trägst kurze Kleider. Nach außen hin, alle denken von dir gut. Aber wie ist dein Inneres? Wie bist du, wenn du alleine bist? In der Dunkelheit der Nacht? Wie bist du zu Hause? Wie bist du, wenn du ganz alleine bist, wenn dich keiner sieht? Wenn dich die Menschen nicht sehen? Wie bist du? Rechne mit dir ab. Rechne mit dir ab. Das, was du sagst, machst du es? Tust du es? Hältst du dich dran? Oder bist du derjenige, der die Leute zu etwas aufruft? Und du bist wie eine Brücke. Die Leute gehen über dich ins Paradies und du fällst in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist auch, Zeit auszunutzen, liebe Geschwister, und nicht zu verschwenden. Vor allem die Jugend, nach der dich Allah subhanahu wa ta'ala speziell fragen wird. Die Jugend, wo du sie verbracht hast. Die Jugend, in der man viel Zeit hat, in der man noch keine Sorgen hat, noch keine Kinder, die dir Kopfschmerzen machen, wo die dich nicht nachts schlafen lassen, wo du keine Sorge hast, was mache ich? Keine Frau, die dir Kopfschmerzen macht. Nütze diese Zeit aus, um nach Wissen zu streben. Weil diese Zeit wird nicht nochmal kommen. Und wallahi, du wirst yani, nach dieser Zeit weinen. Viele Brüder wünschen sich jetzt, Zeit zu haben, um zu lernen. Sie haben diese Zeit nicht. Zeit ist kostbar, liebe Geschwister. Wallahi, ich war mit einem Scheich, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren und beschützen. Er war 9 Jahre im Gefängnis. 9 Jahre im Gefängnis. Er sagt zu mir, wallahi, ich wünschte mir, er hat sich gewünscht, dass der Tag yani mehr hätte als nur 24 Stunden, weil er so viel zu tun hatte. Er war so viel beschäftigt mit Ilm, mit Wissen, mit Lesen, mit Unterrichten, mit das und das, so dass er das alles nicht geschafft hat. Das ist Zeit ausnutzen. Heutzutage, man sitzt Stunden rum. Stunden rum und guckt Löcher in der Luft. Sitz! Nichts zu tun. La dunya la akhir. Kein Dunya, wenn er zum Beispiel sitzen würde, geht arbeiten, damit du ein bisschen weniger, zumindest Geld verdienst. Nein. Sitz! Geh Sport machen, sitz! Lern! Lies Koran. Oh, sitz. Stunde um Stunde. Und jede Sekunde, die geht, du wirst gefragt, ja, nach dieser Zeit. Die kommt nie wieder zurück. Jetzt diese Minuten, die wir hier verbringen, die kommen nicht zurück bis Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah wirst du die sehen. Ah, diese, was haben wir heute, 26. von 3 bis 4 war mein Diener so und so in der Moschee und saß und hat gelernt. Und diese Stunde wird nie wieder zurückkommen. Deswegen, liebe Geschwister, vor allem die Shabab, nutzt diese Zeit aus. Und vor allem diese jungen Alter, im jungen Alter kann man noch viel lernen. Da ist der Kopf noch nicht so voll mit all den Problemen der Dunya. Aber mit der Zeit, Kopf wird voll mit Problemen. Problemen von Frau, von Familie, von Kindern, von Dunya, voll.
Viele Geschwister im Skin, nur Allah subhanahu wa ta'ala denen helfen, der will eine Seite Koran auswendig lernen, der lernt und lernt und lernt und voilà, kommt nichts rein. Aber wenn man jung ist, wenn man jung ist, geh und lern mit einem Achtjährigen. Geh und lern mit einem Achtjährigen. Du lernst vielleicht 3, 4, 5 Mal, je nachdem wie schnell, ist drin. Und deswegen auch mein Nasiha und ein Ratschlag an Eltern, die schon, an Geschwister, die schon Eltern sind, die Kinder haben. Es ist nie zu früh, mit den Kindern anfangen zu lernen. Jeder kennt sein eigenes Kind, wie wach er ist. Nutzt es aus und lernt mit denen Koran. Nutzt es aus, damit dieses Kind dich Yawm al-Qiyamah ehren kann. Das ist eine Ehre für dich, wenn das Koran auswendig kann. Du bekommst ein Taj, einen Thron. Stellt euch vor, Yawm al-Qiyamah, du wirst gerufen. Komm mal, Fulan ibn Fulan, komm mal her. Du sagst, oh, komm mal her, dein Sohn kann Koran auswendig. Du wirst geehrt. Dein Sohn kann Koran auswendig. Du bekommst einen Thron aufgesetzt. Und ich sage euch, Wallahi, die Sache ist einfach, aber braucht Disziplin. Ist einfach, aber braucht Disziplin. Warum einfach? Du musst deinen Sohn immer nur nehmen. Und einen Plan machen. Guck mal, wie viele Eltern, der hat einen Ansporn, dass sein Sohn im Sport irgendwas erreicht. Was macht er? Kind ist 8 Jahre oder 7 oder 6. Ich kenne einen Bruder, der trainiert. Allahu alam, damit ich nicht lüge, aber ich glaube, jeden Tag mit seinem Sohn Fußball. Jeden Tag. 100 Flanken mit rechts, 100 Flanken mit links. Bananeflanke oder weiß ich, Gurkeflanke oder weiß ich, Allahu alam. Übersteiger. Warum? Damit er ein Fußballer wird. Und ich bin mir sicher, er wird, wenn man so weiter, das ist normal, das ist eine natürliche Sache. Er wird bestimmt ein Fußballer, wenn er so weitermacht. Warum wird dein Kind, warum sitzt man sich nicht ein Vorbild vor Auge und sagt, ich möchte, zum Beispiel, ich komme aus Afghanistan. Afghanistan hat so viele ehrenhafte Männer hervorgebracht, unter anderem Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah. Er kommt aus Bukhara. Und ich bin stolz darauf. Ich möchte, dass mein Sohn will Imam Bukhari wird. Und du fängst an mit deinem Sohn, von klein auf, Koran und dann Ahadith. Reinzuhauen. Jetzt nicht mit Schlägen, nicht, dass sie mich falsch verstehen. Ja, nicht zu geben, ihm beizubringen. Warum? Vielleicht eines Tages, man wird mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, hier, das ist der Muhaddith dieser Zeit. Warum haben wir nicht den Ansporn, aus unseren Kindern Soldaten für diese Religion hervorzubringen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen, die den Koran verteidigen, die das Wissen haben, um nicht reingelegt zu werden von den Lügnern da draußen. Den Islam verteidigen. Die den Leuten den Koran beibringen. Warum? Heutzutage, wenn man, wallahi, in vielen Islam, yani, Ländern der Muslime, wenn jemand sein Kind schickt in die Moschee, um Koran auswendig zu lernen, da kommt einer und will dir eine Nasiha geben. Sagt er dir, warum machst du das? Warum schickst du den Sohn in die Moschee? Was soll dann später aus dem werden? Ein Freh? Ein Imam? Yani so, yani wie, yani etwas Erniedrigendes. Was soll aus ihm werden? Ein Imam? Yani als ob ein Imam was? Ein Bettler ist. Das sind, liebe Geschwister, das sind so Punkte, die haben sie uns in unseren Köpfen reingestellt. Damit der Arzt, das ist ein Arzt. Mein Sohn ist ein Arzt. Und der andere, mein Sohn ist nur ein Imam.
Das ist kein Widerspruch. Warum ist er nicht Arzt und kann Koran auswendig? Warum ist er nicht Arzt und hat Wissen über die Religion? Bei uns ist immer Arzt nichts mit Islam zu tun. Woher denkt der andere, ist miskin Imam, Bettler, bettelt. Diese Sachen müssen wir inshallah ta'ala umändern, indem wir, vor allem wir, jetzt die nächste Generation, das verinnerlicht und seine Familie und seine Kinder mit dieser Sorge aufwachsen, etwas für die Religion machen zu müssen und dass eine Verantwortung auf sie lastet. Den Islam zu lernen, Koran zu lernen. Und ich sage immer, vor allem jetzt unsere Zeit heute, man muss parallel miteinander gehen. Viele Brüder machen extrem, immer extrem zwei Sachen. Entweder dann Dunya voll oder da wieder extrem. Ich sage, heute unsere Zeit natürlich ist auch anders. Heutzutage finde ich persönlich, das ist meine Meinung, Astaghfirullah, ist auch unverantwortlich deinem Kind keine Schulbildung zu geben. Und heutzutage, leider, heutzutage, du bist nichts wert ohne eine schulische Bildung. So, gib deinem Sohn beides. Und deiner Tochter beides. Achte darauf, genauso wie du darauf achtest, dass er gut in Mathe und Physik und Chemie und Medizin ist, achte genauso darauf, dass er auch gut in Dien ist. Und gib ihm beides, lass ihn mit beides aufstehen. Und dann kann er sich später aussuchen. Will er Islam studieren oder will er Dunya-Sachen studieren? Aber er hat dann eine Basis. Er hat dann eine Basis, die er dann mit sich trägt und auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dieser Religion, die er dann inshallah ta'ala weiterhin nutzen kann, um diese Religion bi'idhnillah ta'ala zu verteidigen. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig, Zeit auszunutzen. Ein wichtiger Punkt ist auch, verschwendet eure Zeit nicht nach Meinungsverschiedenheiten zu suchen. Vor allem am Anfang. Viele Geschwister haben gar keine Ahnung, wallahi, gar keine Ahnung. Und dann kommt er dir mit Murji'a, Khawarij, das. Und dann, du kennst beide, wenn ich dir sagen würde, schreib mal Al-Murji'a auf Arabisch, wie könntest du das nicht schreiben? Aber Thema, ach, der ist Murji'i, ach, der ist Kharij, der ist. Lass das. Beschäftige dich nicht damit. Beschäftige dich mit der Basis, mit dem Wissen. Dann wirst du sehen, wer falsch ist und wer richtig ist. Und wer sich damit beschäftigt, Wissen geht vorbei an ihm und er bleibt immer noch. Murji'a Khawarij, Murji'a Khawarij, Murji'a Khawarij. Die Leute sind weitergegangen und er ist immer noch da. Wie gesagt, beschäftigt euch nicht mit diesen Nebensachen, sondern beschäftigt euch mit Asl, mit Asl Usul, mit nach Wissen streben. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch, auswendig zu lernen. Mit was fängst du an? Wer zum Beispiel kein Arabisch kann, muss Arabisch lernen. Und dann Koran auswendig lernen. Liebe Geschwister, früher die Ulama, die Mashaykh, die Ulama in ihren Sitzungen, wenn jemand da hingekommen ist, und wollte zum Beispiel Hadith lernen oder Fiqh lernen und der kannte kein Koran auswendig, der wurde wieder zurückgeschickt. Sehr. Das ist kein Kindergarten. Kannst du springen? Kannst du heute in die Universität einfach, du gehst heute, ich sage heute, ist mir einfach in meinen Kopf gekommen, ich gehe jetzt hier Universität Kassel und schreibe mich da ein. Ich will jetzt hier studieren. Dann sagt er dir, haben Sie Abitur? Habe ich nicht gemacht. Da habe ich gespielt. Da war ich beschäftigt mit Partys und Diskothek und Playstation. Habe ich vergessen. Aber ich will jetzt lernen. Kann, will nicht aufnehmen? Nein. Und genauso ist das mit dem Wissen. Wissen hat Grundlagen. Und deswegen muss man Schritt für Schritt gehen. Und eine sehr, sehr wichtige Grundlage ist, auswendig zu lernen. Koran auswendig zu lernen vor allem. Weil das ist die Basis. Das ist eine Unverschämtheit.
Wallahi, früher gab es keinen Gelehrten, der keinen Koran auswendig kann. Heutzutage, Sheikh, Doktor, Fulan, wie ist das? Koran auswendig? Nix. Weil sich auch das System verändert hat. Das System der Universität hat sich das geändert. Früher gab es nicht das System von der Universität, sondern gab es das System von was? Von Tazkiya. Gelehrte so und so sagt, ja, das ist einer, der hat Wissen. Kannst du bei dem Gelehrte gehen, weiterlernen. Dann gibt dir dieser Gelehrte weiter eine Tazkiya und so geht das weiter. Heutzutage, wie gesagt, so wie bei uns in der Schule, du lernst, bekommst eine 1 im Zeugnis und kannst weitermachen. Und dabei sind manche afsaq khalqillah. Und ein letzter Punkt, inshallah ta'ala, was sehr, sehr hilft auf dem Weg, um nach Wissen zu streben und nach Wissen zu lernen, ist, einen guten Freund zu haben auf dem Weg. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Einen guten Freund zu haben auf dem Weg, weil, wie gesagt, der Weg ist lang und schwierig. Und da brauchst du einen Freund, der dich immer unterstützt, der dich immer aufbaut und motiviert und den du auch motivierst, damit du nicht alleine bist. Ein Freund, der dir aber hilft, der dich nicht runtermacht, sondern dich pusht und motiviert. Und den musst du dir suchen. Und dann, liebe Geschwister, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, du musst, und da gibt es ja eine, das kann man in Büchern der Gelehrten lesen, du musst ein Akhlaq haben, du musst einen Charakter und ein Adab haben gegenüber demjenigen, von dem du lernst. In manchen Fällen sogar Tadallul, jetzt nicht im Sinne von Ibadah, sondern im Sinne von Akhlaq, dass du dich sozusagen klein hältst. Mit Adab vor deinem Scheich, dass du nicht schreist vor deinem Scheich, dass du deinen Scheich nicht bloßstellst zum Beispiel, dass du nicht zu oft fragst, vor allem nicht vor den Leuten, dass du deinen Scheich immer, du guckst immer, du passt auf, wie kann ich meinem Scheich helfen? Ihm was wegtragen, ihm respektierst. Al-Muhim, allgemein das komplette Programm des guten Benehmen mit deinem Scheich zu haben, damit dein Scheich die dann auch komplett das Wissen weitergibt. Aber wenn du sitzt vor deinem Scheich ohne Adab, ohne Akhlaq, so wie als ob du ein Fußballspiel guckst oder so wie als ob du Playstation am Spielen bist, Allah, du wirst nichts lernen und du wirst auch nichts bekommen. Glaub mir, du wirst nichts lernen. Solange man kein Adab hat und kein Akhlaq hat und keinen Respekt hat, vor demjenigen, der dir was beibringt, wirst du nichts bekommen. Wirst du nichts bekommen. Und ich habe euch gesagt, die Sahaba radhiyallahu alayhim, die Salaf Salih radhiyallahu alayhim, haben sich, yani Allahu alam, Abdullah ibn Mas'ud oder Allahu alam, damit ich nicht lüge, einer ging auf einem Reittier und erhielt an das Tier, an seinem Faras. Abdullah ibn Abbas, ja. Dann sagte er zu ihm, lass das, weil die haben auch Respekt vor dem Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er zu ihm, hakadha umirna an na'mala ma'a ulama'ina. So wurde uns befohlen, uns zu benehmen mit unseren Gelehrten. Heutzutage, wie gesagt, wir lernen nur qillat al-adab, schlechte Benehmen. Qillat al-adab statt gutes Benehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Adab ändern in einem guten. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ich glaube, die Brüder machen jetzt eine kleine Pause, ja? Kleine Snack, ja? Oder sowas. Ja. Weil das Essen ist nach Al-Asr. Und die wollen euch überbrücken, damit ihr nicht rausgeht und was anderes isst und dann später nach Asr das Essen liegen lässt. Wollen die euch was Kleines geben, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.